Ich bin Birgit Bulbischoff. Ich kandidiere für meine Partei, für die Partei Die Linke, am 24. September zur Bundestagswahl. Und wenn ich mich beschreiben sollte, ich bin eine leidenschaftliche Bildungspolitikerin. Ich bin Rosemarie Hein. Seit über 25 Jahren engagiere ich mich für linke Bildungspolitik. Seit 2009 auch für Die Linke im Bundestag. Jetzt wird es Zeit, die Verantwortung weiterzugeben. Aber was in der Bildung schiefläuft, das weiß ich sehr genau. Sie werden es in der Zeitung gelesen haben oder vielleicht auch im Radio gehört haben. Viel zu viele Kinder in Sachsen-Anhalt, aber auch in den ostdeutschen Bundesländern scheitern in der Schule. Sie kriegen schlechte Abschlüsse, sie scheitern beim Lernen. Schulschwänzer gibt es zu viele, wie man so schön sagt. Ich finde, das kann sich ein Land, das kann sich eine Wissensgesellschaft nicht leisten. Deswegen fordern wir Schulsozialarbeit, und zwar nicht nur an Brennpunktschulen, sondern Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter an jeder Schule in unserem Land. Das Land in Sachsen-Anhalt strengt sich da schon ganz schön an, aber wir kriegen das nicht alleine gestemmt. Hier ist es ganz wichtig, dass sich die Bundespolitik engagiert. Wir brauchen mehr Geld und mehr Personal. Das ist ganz wichtig, dass jedes Kind, jede Schülerin und jeder Schüler eine Chance kriegt. Seit 2013 hat jedes Kind einen Rechtsanspruch auf einen Kindertagesstättenplatz. Doch nicht nur im Westen, inzwischen auch im Osten fehlen sehr viele Plätze und fehlt genügend Personal. Und vor allem fehlen auch die Ganztagsplätze. Die sind noch lange nicht überall ausreichend vorhanden. Wir wollen, dass jedes Kind bis zum Ende der Grundschulzeit einen Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung in der Kita hat. Und dafür brauchen wir mehr Engagement vom Bund und wir brauchen auch mehr Engagement bei der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Das fehlt bisher und dafür will sich Die Linke einsetzen. So, nun habe ich eine ganze Menge auf meinem Aufgabenzettel und deshalb bewerbe ich mich für ein Mandat im Bundestag. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch Ihre Stimme. Und ich kann Ihnen versichern, ohne eine starke Linke im Bundestag wird die Bildungspolitik in unserem Land weiter vor sich hindümpeln.